Play it cool. Hallo und willkommen zu einem kleinen Angespielt. Und zwar möchte ich gerne mit euch zusammen ein Spielchen austesten namens Kunarium, welches ein Abenteuer-Horror-Game ist und gerade jetzt, oder es war zumindest vor kurzem noch, im Epic Store kostenfrei zu erhalten. Und das lassen wir uns nicht entgehen, also wir testen das jetzt einmal zusammen an und vielleicht ist es ja auch etwas für längerfristig. Wir werden sehen. Es ist ein Angespielt. Wir schauen einfach mal rein. Los geht's! All life is only a set of pictures in the brain, among which there is no difference betwixt those born of real things and those born of inward dreamings. Okay, sieht irgendwie eigenartig aus. Okay, Moment, ich muss mal ganz kurz nochmal in die Einstellung. Bing, Audio-Einstellung. Mir ist das nämlich echt ein bisschen zu laut, muss ich sagen. Wir machen das mal so ein bisschen hier so entspannter. Ich krieg sonst bestimmt noch ein Herzkasper, wenn das so ein Horror-Game sein soll. Zack. Weiter. So. Was haben wir denn jetzt hier? Ich denke mal, WASD wird der Fall sein zum Laufen. Ich gehe einfach mal da lang jetzt. Sie sieht aus wie Wasser, oder? Okay, wir sind also in einem... Ich habe keine Ahnung. Wir lassen uns überraschen. Ich weiß gar nichts. Nada. Das sind... Quallen, also schon irgendwie unter Wasser und scheinbar in einem Traum. Ich glaube, wir können selbst in den sichersten Gewässern nicht länger bleiben. Denn manche Taten können nicht rückgängig gemacht werden. Was? Kann man hier irgendwas aufsammeln? Hallo? Dr. Faust, is that you? Netter Typ. Bin ich das? Ich schätze mal. Also war das eben ein Traum vermutlich und das hier ist jetzt hopefully die Realität. Mal gucken. Was? Oh, mein Kopf. Dieser Schmerz ist nicht auszuhalten. Au. Ja, okay. Und nun? Pain is subsiding. I thought my head was about to explode. Okay. Kann ich hier irgendwas tun? Habe ich die jetzt eingesammelt oder? Achso, ich habe eine Taschenlampe gefunden. Ja, schön. This device. Its noises are resonating in my mind. This device. Achso, deswegen habe ich Kopfschmerzen. Alles klar. Resonating in my mind. So, was haben wir hier so? Nüscht. Ja, jo.
Hier ist aber ganz schön mühlig bei dir, ne? Ich habe Dr. De Witts medizinische Aufzeichnungen gefunden. Ja. Ach, hier ist auf Deutsch, alles klar. Observierungsnotizen zur vierten Initiationssitzung. Alle Teilnehmer haben die diversale Mixtur vor 5 Minuten zu sich genommen und haben ihr Bewusstsein auf irgendeine Art und Weise erweitert. Sie alle murmeln etwas Unverständliches im Schlaf. Es ähnelt einem Sprechgesang. Doch die Laute werden nicht bewusst geäußert. Sie wirken unruhig. Ich erkenne Bewegungen in ihren Gliedmaßen und frage mich, ob es an etwas liegt, das sie jenseits unserer Realität sehen. 19.15 Uhr. Das Gerät summt und leuchtet wie immer, aber dieses Mal unterscheidet sich die Atmosphäre zu den vorherigen Sitzungen. Was auch immer der Grund dafür sein mag, es wirkt fast so, als ob dieses fantastische Gerät etwas in einem Code übermittelt, den ich nicht verstehe. Es wird immer belastender, in diesem kalten, dunklen und mit Weihrauch gefülltem Raum alleine zu sein. 19.19 Uhr. Mir kommt es so vor, als wäre das Gemurmel der Teilnehmer nun viel lauter. Farben und Formen tanzen im Rhythmus des Geräts über die Wände. Ich kann draußen das Heulen des Windes vernehmen. Vielleicht nähert sich ein Schneesturm oder etwas viel Schlimmeres. Es sind nun exakt 5 Minuten und 3 Sekunden vergangen. All mein Fachwissen ist in diesem Moment nutzlos geworden. Ich kann nichts weiter tun, als zu hoffen, dass sie sicher und gesund wiederkehren mögen. Umblättern. Okay. Kann ich nicht. Eine Seite. Alles klar. So, was haben wir hier noch so? Boxen und da... Ah, ein Schrank. Mhm. Das lesen wir jetzt aber nicht komplett, oder? Vorsintflutlicher Schamanismus. Das kann ich also wieder reinlegen und dann ist hier Schamanismus. Aha, aha. Hier ist noch was. Upuaut, Expedition Handbook. Handbook. Okay. Kann ich auch nichts machen. Ha, hier ist noch eine Tür. Aber ich kann hier nichts. Nichts kann ich da rausholen. Okay, was haben wir da? Aha, aha. So, von da kam ich, ne? Diese Dinger hier. Wo sind wir überhaupt? Irgendeinem Bunker oder? Was soll das hier sein? Gibt es hier auch einen Lichtschalter oder so? Warum muss das immer dunkel sein in diesen Filmen und Spielen? Da ging es nicht weiter? Nein. Hello? Anybody here? Ist das ein Zug? Nee, ne? Where is everybody? Ja, wo seid ihr denn nur alle? Was ist das hier? Wetternotiz. Aufsichtsführender Nikolai Hansen. Wir gehen davon aus, dass wir die nächsten 2 Wochen unter einem Schneesturm leiden werden. Es ist von größter Wichtigkeit, alle entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen zu treffen und das zuständige Personal vor Außeneinsätzen zu informieren. Bitte beachten Sie, dass die Funkverbindung zwischen der Basis und dem Schiff während dieses Zeitraums unter Umständen gestört sein wird. Alles klar. Upuaut Expedition Wheeler Pequot. Was soll das sein? Irgendwelche. Das ist eine Motte, das andere war irgendwie so ein Seestern oder so. Der Vertraute tritt erneut in Form einer schwarzen Katze in den unteren Kammern in Erscheinung. Das spektrale Profil geistert durch die 7 Räume. Durch welche Sünde wurde diese schummrige, schemenhafte Gestalt beschworen? So, ich kam jetzt von da. Also, ich da nochmal kurz luschern. Ich verlaufe mich doch hier. Das weiß ich doch jetzt schon. So, hier geht's da lang. Und da. Aha, der Seestern. Den habe ich ja schon gesehen. Okay, und dann haben wir hier auch noch 2 Räume und Gänge. Gucke ich mir jetzt erstmal das hier an. Was haben wir hier?
Ist auf jeden Fall ganz schön windig draußen. Genau so. Verschlossen. Looks like we're having a power problem right now. Okay, wir haben. Ja, das merke ich, ne? Ist ja auch kein Licht und so. Okay, dann schauen wir hier nochmal. Wahrscheinlich das gleiche in grün. Locked. Nee. Was ist das hier? Elevator? Wahrscheinlich. It's stuck. Hier klemmt. Da bräuchten wir dann irgendwas, um das aufzubrechen. Feuerlöscher kann ich nicht aufnehmen. Meeting Room. Kam ich jetzt von nee, ich kam von da, vom Meeting Room. Stimmt nicht, ich kam von hier. Bin denn hier rausgegangen? Oh ey, Orientierung ist echt nicht meins. Jetzt gehen wir mal hier. Ist auch locked, okay. Gut. Aha. Und da wäre auch noch was, ne? So, hier haben wir eine Tür. Ah ja, was haben wir denn da? Der Hilfsstrom muss manuell von außen aktiviert werden. Na super. Echt jetzt? Nee, ist schön, ja. Ich muss also nach draußen. Da freuen wir uns. So, und hier. Was haben wir hier noch? Wetternotiz. Wir gehen davon aus, dass wir die nächsten zwei, das ist das gleiche in grün, was wir schon gelesen haben. Und hier. Medizinische Warnung. An alle Expeditionsteilnehmer mit Schlafstörungen. Die Untersuchungen bezüglich der seit kurzem erhöhten Unfallquote haben ergeben, dass vermutlich eine Art von schwerem Lagerkoller dafür verantwortlich ist. Es handelt sich dabei um folgende Symptome. Schlaflosigkeit, starke Kopfschmerzen, Visionen oder Stimmen im Kopf. Expeditionsteilnehmer, die an einem oder mehreren dieser Symptome leiden, müssen persönlich bei mir vorstellig werden und sich einer genauen Untersuchung unterziehen. Dies wird auch das Thema der morgigen Versammlung sein, die nach dem Mittagessen stattfindet. Diese Probleme stellen eine ernsthafte Gefahr für die Arbeitssicherheit dar und müssen deshalb äußerst ernst genommen werden. Praktischer Arzt. Unterschrift. Tagebuch wurde aktualisiert. Wir haben ein Tagebuch. Moment. Lasst uns doch nochmal schauen. Wie komme ich denn auf mein Tagebuch? Hm? Spielsteuerung. Bewegen. Inventar ist Space. Taschenlampe ist F. J ist wahrscheinlich der Journal. Ausrüstung C. Schnell speichern, schneller. Bla bla bla. Okay. C, J, F, Space. Aha, wir haben hier also unsere... Dieses merkwürdige Gerät befand sich bereits an meinem linken Arm, als ich im Tagungsraum der Upuaut Antarktisbasis zu mir kam. Dann ist es nicht verwunderlich, dass ich mich nicht daran erinnere. Mhm. Die Taschenlampe, die ich im Tagungsraum gefunden habe. Korrekt. Taschenlampe. Journal. Ah, okay. Kein Strom. Ich sollte mich auf die Suche nach dem Expeditionstrupp begeben und schnellstmöglich herausfinden, was hier vor sich geht. Dokumente haben wir alle eingesammelt. Okay. Diese verdammten Sitzungen müssen aufhören. Was? Alles klar. So. Achso, das war das Ding. Was kann ich denn hier draus erkennen? Keine Ahnung. So. Es muss ja irgendwie rausgehen hier, ne? Vermutlich durch diese Tür, weil die anderen
gingen ja nicht. Ja, nee, schön. Super. Ist gar nicht kalt. Ich laufe jetzt erstmal hier rum. Bringt gar nichts. Boah. Hier? Bringt auch nichts. Ja, das ist echt schön hier. Oh Mann. Achso, hier ist gar nichts, alles klar. Wie komme ich denn? Gehe ich mal darum. Ich laufe mal hier geradeaus, mal gucken, wo wir hinkommen. Ist echt ein schöner, schnuckeliger Ort hier. Das finde ich super. Ich stehe auch von Haus aus so auf Winter. Aber hier ist gar nichts. Wo seid ihr alle? It's not safe to go further away from the expedition base in this weather. Ja, okay, habe ich verstanden. Dann gehe ich mal komme ich da irgendwie rein? Wahrscheinlich auch nicht, ja. Da war ja nichts. Okay, dann gehen wir jetzt hier nochmal lang. Achso, hier ist einfach gar nichts. Achso, vielleicht hätte ich einfach von Haus aus schon diesen Fähnchen hier folgen sollen. Viel zu einfach. My mind is cloudy. All I can remember is the successful establishment of the Upper Watt Antarctic Base. Okay. And after that. Nothing is clear in my mind. Gut, dann gehen wir mal hier rein. Oh Gott, okay. Da. Noch irgendwas? Muss ich hier noch irgendwas machen? Hallo? Mach auf! So. Ist hier noch irgendwas? Na gut. Klebeband. Das kann ich nicht nehmen. Schade eigentlich. Erstmal alles schauen, ne? Erstmal gucken, was ist das? Ein Kanister. Ein Schlüssel. Sehr gut. Ah, drüben auf der anderen Seite war ja was.
war ja was zum Aufschließen, ne? Ach so, da muss bestimmt was rein, vermutlich. Habe ich geklebt und hier muss ich was reinmachen. Toll. So. Und wieder zurück. So, nu? Hat sich jetzt hier irgendwas verändert? Zack. Ah, es werde Licht oder so? Gut, Generator ist an. Das ist schön. Wir freuen uns. Also ich freue mich auf jeden Fall. Dann gehe ich mal hier rein. Ah, dafür war der Schlüssel. Okay, aber vielleicht auch für das andere. Ah, H.P. Lovecraft. Berge des Wahnsinns, verfasst von H.P. Lovecraft. Die Geschichte erzählt die Ereignisse um die verhängnisvolle Antarktis-Expedition der Miskatonic University in den 1930ern. Der Protagonist William Dyer, ein Geologieprofessor an besagter Universität, versucht eine geplante und publik gemachte wissenschaftliche Expedition nach Antarktika zu verhindern. Du hast eine Trophäe gefunden. Das ist hervorragend. Also da komme ich nicht rein. Wieso eigentlich nicht? Achso, da war ja noch eine andere Tür, ne? Aber... Hier ist irgendwie so ein... Da muss ich bestimmt was reinmachen hier. Diesen komischen Seestern. Okay. Ich gehe mal zurück. Denke ich mal. Ich denke mal, ich muss wieder zurückgehen. Ich habe ja so einen Schlüssel gefunden. Hier ist nichts weiter. Durch dieses wunderschöne Wetter schlagen wir uns. Schon schick gemacht. Kann man nicht meckern. Schöne Atmosphäre. Gefällt mir sehr gut. Da ist auch noch irgendwie ein Durchgang, oder? Kann ich da nicht langlaufen? Nö. So. Was? Zirbeldrüse. Okay. Es wurde gespeichert. So, jetzt gehe ich nochmal hier hin. Das sollte doch jetzt alles an sein, oder nicht, oder was? Oh Gott. Was? Oh, habe ich mich erschrocken gerade. Was ist das? Das sah aus wie ein Geist oder eine Erscheinung. Oh, was ist denn das hier? Ich kann nichts davon mitnehmen. Toll. So ein paar Schmerztabletten für dich wären doch ganz cool gewesen, oder? Naja, vielleicht brauchen wir das später. Ah, jetzt gehen die Türen auf. So, von hier kam ich. Das mache ich mal zu. Ich gehe jetzt erstmal hier rein. Aber ich habe doch jetzt hier Strom angemacht, ne? Warum sind denn immer noch keine Lampen hier? Okay. Die nehmen wir mit. Nehmen wir nicht mit? Schade. Na gut. Hätte man ja vielleicht gebrauchen können. Was haben wir denn da? Victoria-Land. Cap Roger, Kuhlmann-Insel. Cap Washington. Okay, hier haben wir eine Karte.
Hier haben wir irgendwie einen Schneesturmreport. Morse-Codes, oh Gott. Damit kenne ich mich nicht wirklich aus, aber das ist gut zu wissen. Ich will erstmal alles untersuchen, bevor ich hier... bevor ich an das Walkie-Talkie gehe. Kann ich irgendwie alles nicht verwenden. Notizen. 5.7.1949. Seit einer Weile plagen mich des Nachts bizarre Albträume, in denen ich zu einer formlosen Gestalt spreche. Wenn ich morgens aufwache, erinnere ich mich weder an ihr Gesicht noch an die Inhalte des Gesprächs. Lediglich die Silhouette der Figur ist mir im Gedächtnis geblieben, sowie der düstere Klang ihrer Stimme. Die Albträume verwehren mit mir die erholsame Nachtruhe, nach der ich mich innigst sehne. Noch habe ich niemandem davon erzählt, aber ich fühle mich permanent dazu gedrängt, als stünde meine Gesundheit auf dem Spiel. Die logischste Vorgehensweise wäre, mit Dr. DeWitt darüber zu sprechen. Okay. Konnte ich das noch mitnehmen? Konnte ich nicht... Okay, alles wieder zu. So. Dann haben wir das Walkie-Talkie. Das Handfunkgerät, das habe ich jetzt eingepackt. Gut. Ich glaube, mehr ist hier nicht zu holen. Kann ich das nicht auch mitnehmen? Nee, kann ich nicht. Aber gut, das ist ja hier. So. Alles klar. So, hier waren ja noch zwei geschlossene Türen. Und hier gehen wir in der nächsten Folge rein. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich denke, ich bleibe erstmal bei dem angespielt. 2-3 Folgen werden wir wohl noch machen. Also, macht's gut und bis zur nächsten Folge.